Jo, ja, herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play, das ich tatsächlich doch für Donnerstag ansetze. Wie man also wahrscheinlich gemerkt hat bereits, habe ich meine bisherigen 3-6 Folgen Wasteland doch jeweils mit 2 Folgen pro Tag rausgebracht. Einfach, weil mich ansonsten, ne, Langeweile und so killt und so. Ich hab einfach Bock drauf. So, ich habe ein komplett neues Audio-Setup. Ich sag neu angeordnet hier. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich hoffe, das Rauschen und so, dass das ganze Piepen und so ist jetzt weitestgehend Geschichte. Ja, es hat sich aber auch sonst so einiges getan. Numero uno. Mein Test Version 5.2 Stable kam raus. Ja. Natürlich auch wieder mit ein paar kleinen Macken begleitet. Mein Minecraft-Server, der hat auch ein Update bekommen. Also natürlich auch auf meiner Testversion 5.2, aber auch von Minecraft selber gab es natürlich ein Update. Aber meine anderen Server, die sind noch ein bisschen so in... das funktioniert doch nicht so ganz. Das Problem ist die Redo-Mod. Die macht dann noch so ein paar kleine Macken. Deswegen habe ich gerade auf meinem Creative-Server zum Beispiel, habe ich jetzt die Option, dass weit entfernte Tiere entfernt werden, habe ich wieder aktiviert. Und Tiere spawnen nur noch nicht mehr mit dem Zehntel des Normalwerts, sondern mit dem Tausendstel des Normalwerts. Also ultra selten. Einfach damit der Server kaum noch abstürzt. Weil, wie gesagt, jetzt derzeit ist halt eine Übergangsweise, weil diese Mob-Redo-Mod, die macht da irgendwie ein bisschen Macken. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber entsprechende Fehlerreports wurde schon an 10 Plus gesendet, also der Typ, der ne, Mobs Redo entwickelt oder federführend entwickelt, sagen wir mal so. Jo, ansonsten würde ich mal sagen, es hat sich auch inhaltlich ein bisschen was geändert, was ich euch direkt mal zeigen möchte. Also auf meinem Creative Server. Dafür müssen wir, nee, Wasteland spielen wir nicht mehr. Dafür müssen wir aber uns als mein Admin-Konto anmelden. So. The client version is not supported. Habe ich die falsche Version geöffnet? Ach ja, wegen Wasteland, ja, da war ja was. Da war ja was, stimmt ja. Da brauchten wir ja die 04er-Version. Nee, das passt natürlich nicht. Wir brauchen jetzt die 5.2er-Version. So, genau, das passt bereits. So. Okay. Ich habe auch noch eine neue Mod installiert. Und zwar habe ich ja Mesecon drauf. Und dafür gibt es noch einen Erweiterungsmod. Und zwar More Mesecons. Wow, was ein kreativer Name. Das scheint wohl auch eine relativ offizielle Mod zu sein, weil die gibt es direkt unter dem GitHub-Konto Mindtest Mods. Ne? Da gibt es ja direkt so ein GitHub-Konto für Mods, die direkt quasi, ja, man als Mods direkt als Packages downloaden kann und sowas. Und wie sehr geil was. Und da ist auch More Mods, More Mesecons mit dabei. Sollte also relativ gut laufen, hat auch bisher keine Fehler gemacht. Und das Ding führt zum Beispiel das ganze Scheiß hier mit dazu. Zum einen diese Blinkepflanzen, die man aber zeitlich steuern kann. Das heißt, die keinen festen Blinkwert mehr haben, sondern halt einen feststellbaren. Dadurch so einen brauchen wir nicht. Dann auch noch ein Craftable Comment Block. Der ist auch relativ useless, weil da kann man halt als normale Benutzer halt eine Command-Blöcke bauen. Allerdings sind diese natürlich limitiert. Das heißt, es dürfen nur Befehle ausgeführt werden mit diesen Command-Blocks, die durch den Administrator in der Config-Datei festgelegt wurden. Und standardmäßig ist das bloß der Tell-Command. Das heißt quasi, dass man halt ne, dieser typische... der Befehl, womit man quasi jemandem etwas direkt sagen kann, ohne dass das andere hören. Also quasi
das gleiche wie das hier. Ne? Wenn man das jetzt hier vergleicht. Ja, ich brauche es natürlich andersrum. Danke dafür. Ja, ich brauche auch Hilfe. So. Ne? Der Befehl sendet eine Nachricht direkt zum anderen Player. Und Tell macht das quasi ganz genauso. Na. Sage Text zum Name privat. Also quasi das gleiche wie Message. Und das ist quasi der einzige Befehl, der damit derzeit möglich ist. So rum. Das heißt, ne, man kann damit halt sowas machen, wie wenn man das mit dem Player-Detektor signalisiert, dass wenn ein Player an so einem Block vorbeiläuft, der dann automatisch eine Nachricht bekommt oder sowas und mehr geht halt nicht. Ist aber auch unwichtig. Okay, das ist ja, das ist eigentlich alles hier nicht das. Igna? What is that? Leuchteblock oder was? Transmitter? Injektor? Ja, wie gesagt, das sind alles so Sachen. Ja, das hier ist witzig. Damit kann man Mese-Signale unterdrücken. Also quasi sowas kennt man ja vielleicht so, ne, aus diesen ganzen Filmen, wo so welche Verhörräume sind, wo so diese Signale nicht nach außen treten dürfen, wo man denn so einen Störsender hat. Ist quasi genau das gleiche für Mesecom. Das hier ist ein Player-Killer. Wie der genau funktioniert, weiß ich nicht. Das Traurige ist, der ist für normale Spieler craftbar. Ich hoffe also, man kann damit nicht allzu viel Schaden anrichten. Das wäre mir ganz lieb. Ja, ansonsten gibt es noch so ein... Okay, interessant. Signal Changer. Ja, also eigentlich alles so Sachen, die relativ uninteressant sind. Für mich interessant ist das Ding hier. Das Ding, damit kann man quasi Signale, die durchgeleitet werden, verzögern. Und dann halt das Allerwichtigste, das hier. Das heißt, man kann Signale auch senden, also quasi Funk. Und das extra dafür habe ich mir dieses Moamesecons installiert, weil ich habe nämlich ein bisschen was vor. So, jetzt erstmal zum Update der Map. Also, ne, die... Upsala. Die Mod habe ich euch jetzt gezeigt, die hinzukam. War die einzige Mod. Ansonsten habe ich halt noch Mobs Redo aktualisiert, aber auch die aktualisierte Version ist noch nicht ganz fehlerfrei. Aber ich habe mein Hotel mal ein bisschen auf Vordermann gebracht. Man sieht eine Glasfront. Ja, ich hatte komplett Müll erzählt. Naja, beziehungsweise Müll erzählt kann man nicht ganz sagen. Ich habe halt nicht nachgedacht, sagen wir mal so. Nee, ich hatte ja gesagt, man kann diese Glasblöcke, also dieses dünne Glas, ist immer in der Mitte. Aber ja, die Glasscheiben sind zwar immer in der Mitte, aber es gibt ja auch noch diese dünnen Blöcke. Ne, man kann ja, wenn man diese Glasblöcke hat, dieses Obsidian, wir gehen doch hier um, diese Glasblöcke, diese Obsidian-Glasblöcke, die kann man ja auch noch zusägen mit einer Säge. Hier, diese Dinger, ne? Und dabei ist auch so eine dünne Glasplatte, beziehungsweise die noch dünnere Variante davon. Und die ist dann, wie jeder andere flache Block auch, an der Seite. Und damit genau das, was ich brauche, um so eine Türgarnitur zu machen. Ja. Das heißt, sowas geht hier also doch. Sehr geil. Können wir also doch tatsächlich verglast machen. Habe ich jetzt auch gemacht, aber für unser Hotel, was wir bauen, können wir das verglast machen. Dann habe ich auch noch ein bisschen, ich habe noch ein paar Heizungen aufgestellt. Oh, meine Sichtweite ist ganz schön hoch. Habe ich hier noch ein paar Heizungen aufgestellt, einfach, ne, because I can. Und ich habe in den Räumen auch eine Glasfront eingebaut, damit hier mal luftdicht ist, ne. Und wenn es draußen kalt, oh man, da sieht man schon ein Teil meines Testgebäudes. Ne, damit wenn draußen kalt ist, nicht hier drin auch noch kalt ist. Das ist ja unnötig. Einfach damit hier ein geschütztes Klima ist und nicht immer reinregnet. Na gut, okay, reinregnen tut es eh nicht. Aber ne, man möchte kein Fenster, man möchte kein Haus haben, das keine Fenster hat oder ähnliches. Und dementsprechend kann man jetzt hier ganz normal auch die Fenster zumachen. Beziehungsweise das sind halt Balkontüren, die man dann zumachen kann. Die Fenster sich kann man nicht zumachen. Aber die Balkontüren kann man auf- oder zumachen. Und schon ist man hier drin, windgeschützt und temperaturgeschützt. Und wisst ihr geil, was alles.
Ich habe auch ganz hinten. Ja, hier ist irgendwie auf dem Gras. Ist hier letztens mal ein Tier, ein Hase gespawnt. Ja, hatte ich dann mal hier hinten eingesperrt. Der dürfte mittlerweile weg sein, weil ich ja Clear Objects gemacht hatte. Weil, wie gesagt, die Tiermod ist derzeit ein bisschen buggy. Schade um den Hasen. Egal. Und ja. Das soweit zum Hotel. Ich habe. So, das kann ich auch mal zeigen. Ich habe oben. Ja, jede Etage hat Heizungen. Zentralheizung. Die ist irgendwo im Vulkan. So, dann gehen wir mal hier. Ein Glück habe ich als Admin God Mode. Sonst wäre ich jetzt tot. Aber wobei, stimmt gar nicht. Mit einer Regenbogenrüstung haben wir gelernt mittlerweile, gibt es auch keinen Fallschaden mehr. So. Wir haben hier jetzt mittlerweile oben auch Glastüren. Yay! Das heißt, wenn man diese Türen zumacht, ganz hinten die Türen auch und unten die Türen zumacht, dann ist das Hotel komplett luftgeschützt. Ne? Das heißt, im Winter kann man und so weiter und so fort. Weil eigentlich hatte ich ja hier oben aufgelassen, weil ich so denkte, ne, ja, im Sommer, wenn es so ultra warm wird, dann staut sich die Wärme hier oben im Dachbereich und dann kann die Wärme halt abziehen. Aber naja, dadurch kommt aber hier auch im Winter die Kälte rein. Und das ist ja nicht so gut. Deswegen kann man halt im Sommer die Türen aufmachen, dann kannst du quasi die Wärme rausziehen. Und im Winter kann man halt die Türen zumachen oder auch alle Türen zumachen. Wobei das einfach nur Zwischentüren sind, die relativ useless sind, weil hier ist ja auch sowieso alles offen. Nee, aber man kann die Außentüren quasi zumachen und dann ist es hier halt ne, temperaturgeschützt. Und wenn nicht, kann man halt rausspringen und sterben. Außer man hat so wie ich God-Mode. Oder eine Dia-Rüstung. Rainbow-Rüstung. So, das dazu. Genau, das was hierzu. Dann mache ich mal noch ganz schnell die ganzen Türen hier zu. So, alle Türen zu. Sehr schön. Ja, den Forum hatte ich ja schon gezeigt gehabt, ne, mit den Laptops und so. Das ist nichts Neues. Was aber neu ist, ist ein kleines Haus da hinten. Das nehme ich primär als Demonstrationshaus. Es ist quasi, wie man sieht, 1:1 eine Kopie von dem Haus, was ich letztens schon gezeigt hatte. Dieses Bürokomplex aus dem Vanilla-Server. Aber dann doch ein bisschen anders. Und zwar hatte ich das Problem, ich wollte das immer ein bisschen schicker machen. Man sieht, die gelben Lampen sind nicht mehr da. Dafür sind jetzt ja, weiße Vierecke da, damit es ein bisschen natürlicher aussieht. Und diese weißen Dinger sind tatsächlich auch Lampen, die man schaltbar macht kann. Also mit Mesekonnern steuern. Jetzt hatte ich aber das Problem, ich habe hier nur eine ein Block dicke Decke. Also hier ist ein Block dick und hier unten ist ja nochmal so ein halber Block dran. Ne, sieht man vielleicht. Ja, doch, sieht man. Also ne, hier ist ein halber Block. Das heißt, ein halber Block plus ein ganzer Block. Das ist die Dicke der Decke. Das heißt, wenn man hier irgendwas mit Mesekon machen möchte, sieht man das entweder hier oben oder unten. Und das ist Bullshit. Das heißt, man kann mit Mesekons nicht allzu viel machen, außer man hat halt eine Decke, die drei Blöcke dick ist. Egal, ob jetzt ein Block und zwei halbe Blöcke oder wie auch immer, aber man braucht halt drei Block dicke Decke. Oder anders gesagt, eine Decke mit mindestens drei Schichten. So, und da habe ich mir gedacht, okay, Ronny, warum bist du eigentlich so dumm? Du kannst doch ein bisschen cheaten. Und zwar kann man hier auf dem Boden so eine ganz dünne Platten drauf machen. Ne? Kennt man ja wie gesagt mit der Säge. Das heißt, man nimmt einfach so eine Holzblöcke hier. Ne? So eine Holzblöcke. Da nimmt man diese Kreissäge. Bam. Und dann kann man daraus halt diese ganz dünnen Platten machen. Die Dinger hier. Ne? Diese 1/16 Platten. Und das gleiche kann man auch mit Stein machen und wie ist der Geier was. So,
Und damit kann man dann so eine, auf dem eigentlichen Boden noch eine ganz dünne Schicht drauf machen, die man von der Höhe kaum bemerkt, die aber genauso optisch aussieht wie der eigentliche Boden. So, und damit hat man, voilà, drei Schichten. Die halbe Platten unten, den eigentlichen Boden, der volle Block und dann oben drauf nochmal eine ganz dünne Schicht. Und jetzt kann man in der mittleren Schicht Technik bauen. Das hier unten sind quasi die halben Blöcke, die man hier unten sieht. Von unten auch. Dann kommen die eigentlichen Blöcke. Und oben drüber ist eine ganz dünne, ne, diese 1/16 Platten als Boden. Und in dem Zwischenraum hat man hier halt Elektronik. Und dank dessen bin ich in der Lage, das Haus schaltbar zu machen. Gut, okay, wirkt jetzt am Tage nicht allzu geil. Wir machen mal das hier. Ja, dunkel. Boom. Hell. Und jeder Raum hat den eigenen Lichtschalter. Pop. Gut, an solchen Stellen sieht man denn, dass hier noch eine 16. Platte drauf ist, weil auch in der Wand ist Technik drin. Das heißt, auch hier brauchte ich wieder eine doppelte Dicke. Das heißt, man hat hier hinten, das sieht man hier so ganz leicht, ne? Eine 16. Platte. Dann hat man die eigentliche Wand, einen Block. Und dann hier vorne auch nochmal eine 16. Platte. Und das heißt, in der Mitte, da wo der Block ist, kann ich statt dem Block Technik verwenden. Ohne dass man das von außen sieht. Und so kann ich halt den gesamten Raum, das gesamte Hotel schaltbar machen. Geilo Technico. So, damit keine Mücken kommen, mache ich mal das ganze Licht wieder aus. Dankeschön. So, machen wir mal wieder hier. So. Und ja. Sowas kann man halt mit der Technics-Mod machen. Quatsch, mit der Mesecon-Mod. Aber das Problem war halt, ich habe hier oben diese Lücken. Die wollte ich auch optisch beibehalten. Normalerweise, wenn man hier oben eine Verbindung hat, also wenn die Wand nach oben wirklich durchgeht, dann kann man das Mese-Signal vom Schalter nach oben durchleiten. Das geht ja, es gibt ja von diesen Mesecon, ne, diese vertikalen Dinger. Und die kann man benutzen, um das Ganze nach oben durchzuleiten. Dadurch, dass ich hier oben aber eine Lücke habe, konnte ich das halt nicht nutzen. Das heißt, ich habe hier unten quasi einen WLAN-Access-Point, wenn man das so nennen möchte, keine Ahnung. Also ja, wieder ein Router, ja, wieder ein Access Point, was auch immer. Und oben in der Decke hat man vielleicht doch schon gesehen, da ein WLAN-Empfänger. So, und damit, wenn ich da ein Signal auslöse, sind die beide im gleichen Netzwerk. Sieht man ja auch hier, Channel Walker 79812, whatever. Und ja, weil die beide halt im gleichen Channel sind, ist es quasi wie eine Mesecon-Verbindung. Und damit steuert dieser Schalter, Quatsch, nein, dieser Schalter hier vorne, diesen WLAN-Access-Point. Ne? Das heißt, hier in der Wand sieht man auch, gut, sieht man nicht, man sieht es nur, wenn ich hier durchfliege, dass hier diese, links diese Schrift kommt mit Wireless Owned by bla bla bla. Man würde es höchstens sehen, wenn ich das Ding hier abkloppe. Darauf habe ich jetzt aber gerade keinen Bock. Auf jeden Fall ist hier direkt daneben ist genauso ein Ding wie da oben. Das Ding da. Ist da auch drin. Ja, und damit ist das gesamte Haus quasi, naja, digitalisiert, würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest sinnvoll elektrifiziert. So klingt's gut. Ja, genau, das dazu. Boah, ansonsten mehr hat sich denn auch nicht gemacht. Upsala, das da, genau. So. Ob wir das mit dem Licht bei uns auch machen, weiß ich noch nicht. Weil an sich, Mesecon ist ja nicht teuer. Das heißt, das Ding da zu implementieren, auch bei unserem Hotel, ne, hier habe ich jetzt noch nicht gemacht. Hier ist ganz normal diese dauerhaft leuchtenden Mesecon-Lampen. Nicht Mesecon, sondern Meselampen. Eben, ist ja kein Mesecon. Die kann man auch leider nicht mit Mesecon kombinieren, die leuchten trotzdem dauerhaft. Finde ich ein bisschen schade, aber ist halt so. Genau. Und
Das heißt, in unserem Hotel werde ich dann auch wahrscheinlich die Dinger wieder rausklauen und stattdessen das Ganze mit Mesocon machen. Das Problem bei Mesocon ist aber halt, damit man das verstecken kann. Und das ist die Sache, wo ich ein bisschen überlege, ob das sich wirklich lohnt, ist, dass wir hier eine 16. Platte vorsetzen müssen. Das Problem dabei ist, diese 16. Platte blockiert damit den Block hier vor. Ich kann hier vor also nichts mehr hinstellen. Ich kann erst hier was hinstellen. Und das ist natürlich, ne, wenn man hier direkt Sachen an die Wand stellt, dann problematisch. Ich meine, wenn man jetzt irgendwas davor stellt, was ein ganzer Block ist, also weiß ich, eine Kiste, ein Ofen oder irgendwas, was halt ein kompletter Block ist, dann würde das auch nicht so schlimm sein, weil dann verdeckt ja das, was davor steht, denn die Wand. Das heißt, man kann das hintere Ding mit dem Ding ersetzen. Aber gerade wenn man jetzt so, weiß nicht, Home-Dekor-Sachen hat, die halt klein sind, die halt nicht die gesamte Fläche verdecken, dann kann man das nicht direkt davor setzen, weil dann würde man das dahinter sehen. Und das ist halt so ein bisschen, da muss man immer überlegen, welche Wände man dafür verwendet, weil die Wand hier zum Beispiel ist eine ganz normale Wand. Ne? Hier ist Technik drin, hier nicht, das heißt, hier kann man auch Sachen davor stellen. Und habe ich auch ein bisschen kenntlich gemacht, das, wo die Striche so gerade durchgehen, ist normale Wand. Und hier habe ich die Striche absichtlich von unten nach oben gemacht. Ja, genau. Übrigens, ich habe noch was vergessen. Das obere Zimmer hat natürlich auch Licht. Upsala. Hallo. Hier sieht man auch den WLAN-Access-Point. Und aus. Ja, genau. Und das sind halt die Sachen, da muss man halt gucken, wie man das im Hotel kombiniert, weil wir wollen ja im Hotel auch Inneneinrichtung hinsetzen. Und die Inneneinrichtung soll ja, so wie bei dem Hotel, durchaus an der Wand sein. Das Problem ist, wenn wir hier also irgendwie Lichtschalter in die Wand integrieren wollen, dann müssten wir quasi eine Wand freilassen. Das heißt, angenommen, wir nehmen halt die Wand hier als Beispiel jetzt. Dann müssen die Bücherregale weg. Dann kann hier nämlich ein Lichtschalter hin, der dann die ganze Wand verdeckt. Also Lichtschalter hin. Und dann kann die gesamte Wand dann quasi einfach bedeckt werden. Ja. Da muss man halt gucken, wie man das macht. In dem Fall hier in dem Raum zum Beispiel würde es halt nicht gehen. Weil hier ist halt alles voll belegt. Was auch der Grund ist, weswegen ich das hier noch nicht gemacht habe. Weil ich auch überlegen muss, ob es sich hier lohnt, hier in jedem Raum Licht hinzuzufügen. Weil das nächste Problem ist, die Wand selber ist ja auch bloß ein Block dick. Das heißt, wenn ich jetzt hier Lichtschalter hinsetze, dann würde man den von hinten sehen. Das heißt, ich müsste auch die Wand hier tapezieren. Mit Stein-Dingern. Und damit könnte ich dann die Wand nicht mehr zustellen. Sondern müsste halt alles einen Block von der Wand wegrücken. Ja. Und das ist halt so die Sache, da muss man sich halt ein bisschen Gedanken drum machen, wie man das am dümmsten gestaltet. Und dafür dann eine gute Aufgabe fürs Let's Play. Ja, ansonsten, das war's so an den Neuerungen. Dann gehe ich mal to the spawn. Habe ich eigentlich Homepunkte gesetzt hier bei meinem Küchenbefehl? Ich hasse euch alle. Home. Ich hatte doch noch richtige Home-Mod installiert. Ist doch egal. Gut, auf jeden Fall bleibe ich mal hier. So, dann logge ich mich mal aus. Tja, auf jeden Fall wisst ihr damit schon so ungefähr, was uns auch im Let's Play erwartet. Ich will mindestens das Design 1:1 so im gleichen Niveau auch für unser Hotel haben, was wir im Let's Play bauen. Es ist zum Glück viel kleiner,
Aber dennoch müssen wir das halt machen. Quatsch. Walker, bitte. Beziehungsweise, ich mache am besten erstmal eine Folgenpause. Jetzt nochmal 5 Minuten was anfangen, muss ich auch nicht. Gut, dann mache ich mal Folgenpause. So. Dann sehen wir uns nächste Folge, die ja für euch auch heute kommt, dann wieder. In dem Sinne, schau mit V.